Herzlich willkommen bei einem wunderbaren Interview zwischen mir und Herrn Kurt Depperein. Heute geht es um das Thema Essstörung, Bulimie, Magersucht und im weitesten Sinne möchte ich auch noch Fragen stellen, wie man sich in seinem Körper wieder wohlfühlen kann, wie man seinen idealen Körper erschaffen kann. Und Kurt Depperein begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe auch die Mentaltrainerausbildung nach ihm gemacht und es ist mir eine große Freude und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil Sie einfach ein besonderer Mensch für mich sind. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich über die Begegnung mit Ihnen und bin gespannt auf Ihre Fragen. Super. Also eine meiner Fragen wäre zum Beispiel, wie sich eine Seele, eine Krankheit wie Bulimie erschafft. Also eine Krankheit erschaffen wir nicht, sondern jede Krankheit ist nur eine Botschaft über eine Störung. Also wir müssen erst einmal eine ganz andere Einstellung zur Krankheit haben. Krankheit ist unverzichtbar willkommen als Botschaft, dass da ein Schritt zu tun ist. Und die denkbar schlimmste Krankheit wäre es, wenn wir nicht mehr krank werden könnten, weil wir dann keine Information hätten, dass etwas nicht stimmt. Das ist ungefähr so wie beim Auto, die Ölkontrolllampe. Die leuchtet auf, wenn zu wenig Öl da ist. Das heißt, jeder Autofahrer kennt sein Auto und weiß, was das bedeutet. Aber wenn wir die Botschaft nicht verstehen würden, dann leuchtet da ein Lämpchen auf und wir fahren einfach weiter und dann würde irgendwann der Motor kaputt gehen. Das heißt also, das ist unverzichtbar, dass diese Signale kommen, diese Botschaft. Und damit wir das Richtige tun können. Und dann passiert etwas, ist eigentlich ein Wunder, aber wir merken es nicht und wir sehen es auch nicht so. Wir sehen, das Ölkontrolllämpchen leuchtet, dann fahren wir an der Tankstelle vorbei, füllen einen halben Liter Öl nach und dann hört die Ölkontrolllampe ganz von selber auf zu leuchten. Um die brauchen wir uns gar nicht kümmern. Und genauso brauchen wir uns um die Krankheit nicht kümmern. Die muss nicht behandelt werden, sondern das ist nur die Botschaft. Ja, ich muss die Botschaft verstehen und befolgen, dann verschwindet die Krankheit. So, das zum grundsätzlichen Verständnis und jetzt zur Bulimie. Bulimie ist immer zurückzuführen auf eine gestörte Familiensituation. Und zwar meistens eine dominante Mutter. Sie können vielleicht aus eigener Erfahrung das jetzt sehen, wie weit das zutrifft, dann können wir darüber sprechen. Und oft auch noch die emotionale Abwesenheit des Vaters. Also das Mädchen, das betroffen ist, hat ja zunächst keine Magersucht, keine Bulimie, sondern es wächst in einem gestörten in einem gestörten Energiefeld auf. Das heißt also, die Eindrücke, die es aufnimmt, sind nicht zu verdauen, nicht zu verarbeiten. So. Und das übersetzt der Körper. Eindrücke sind Essen. Das brauche ich, aber will ich nicht. Ich will nicht diese Situation, in der ich lebe, in der Familie. Wie gesagt, es ist meistens die Mutter. Eigentlich, ich habe dann die besten Erfolge gehabt, wenn ich die Mutter behandelt habe. Die Mutter ist meistens perfektionistisch und eigentlich eine unsichere Person, aber sie führt dann sehr straff, um das zu überspielen, um sich in sich wohlzufühlen. Und diese dominante Mutter, die erdrückt praktisch den Teenager, der meistens betroffen ist. So. Und ohne dieses Umfeld in Ordnung zu bringen, kann man Bulimie nicht beseitigen. Das heißt also, ich muss
die ganze Familie behandeln eigentlich. Ich muss die Familiensituation in Ordnung bringen als Therapeut. Und eigentlich brauche ich mich dann um die Bulimie gar nicht mehr zu kümmern, wenn die Familiensituation in Ordnung ist. Und das geht oft nur, indem das Mädchen von der Mutter entfernt wird, indem sie sich trennt. Sehr oft findet zum Beispiel die Heilung statt, indem sie heiratet. Ja? Und dann der Mann merkt sehr schnell die Schwierigkeiten mit der Mutter und sagt, also wir müssen das, du kannst sie jederzeit besuchen, aber sie ist hier nicht willkommen. Und dann hat sie ein Zuhause, in der diese Energie nicht mehr gestört ist, und dann heilt sie ganz von selbst. Also wir müssen das Umfeld heilen, die Familie, damit die Bulimie verschwinden kann. Das ist das Verstehen der Botschaft. Ja, das ist sehr interessant. Also ich würde nicht sagen, dass meine Mutter eine dominante Mutter ist oder war. Für mich selbst habe ich herausgefunden, dass es sehr viel mit meinem Männerbild zu tun hatte und mein Großvater ein sehr dominanter Mensch war und auch meiner Meinung nach narzisstisch veranlagt war. Und ich habe das dann später auch immer auf die Männer projiziert, mit denen ich zusammen war. Ja, also dann hat der Großvater im Prinzip diese dominante Energie da reingebracht. Und der ist ein junges Mädchen natürlich noch nicht gewachsen und kann damit nicht umgehen. Dazu kommt allerdings noch nach einiger Zeit beim Heranwachsen eine andere Aufgabe, der das Mädchen nicht gewachsen ist. Der Körper meldet in der Pubertät plötzlich Bedürfnisse an. Nach Nähe, nach Liebe. Und diese Bedürfnisse werden als Bedrohung angesehen. Das muss ich kontrollieren. Und dann kommt der Kontrollzwang. Das heißt also, ich habe entgegengesetzte Bedürfnisse. Auf der einen Seite habe ich Lebenshunger. Ich will endlich richtig frei leben, also die Eindrücke aufnehmen. Auf der anderen Seite, die Eindrücke, die ich bekomme, kann ich aber nicht verarbeiten. Die müssen wieder raus. Und dann schwanke ich immer zwischen diesen beiden Dingen, also Essattacken und das wieder loswerden. Mhm. So. Aber wie gesagt, das sind alles nur Signale. In Wirklichkeit geht es nur darum, da ist ein gestörtes Energiefeld, dem ich nicht gewachsen bin, und gleichzeitig kommt mein Kontrollbedürfnis mit den Bedürfnissen meines Körpers nicht zurecht. Und jetzt muss ich sehen, welche Dinge davon eine Rolle spielen, welche die Hauptrolle spielen. Aber meistens ist es, wie gesagt, eine dominante Person, meistens ist es die Mutter, und eben sehr oft auch die emotionale Abwesenheit des Vaters. Das heißt, er ist anderweitig beschäftigt und kümmert sich kaum drum. Es fehlt der Vater einfach in dem Bild sehr oft. So. Und deswegen ist Bulimie nur heilbar, wenn eben diese Familiensituation in Ordnung gebracht wird. Ja, danke. Sehr interessant. Das mit dem emotionalen Vater, also meine Eltern hatten ein Gasthaus und waren sehr viel mit Arbeit beschäftigt. Und mir hat die Anwesenheit, also die herzliche Anwesenheit von meinem Vater schon sehr gefehlt. Und als Kind konnte ich natürlich das nicht so rational sehen. Er muss arbeiten, er hat nicht die Zeit und liebt mich ja trotzdem, sondern ich hätte einfach mehr Liebe und Aufmerksamkeit mir gewünscht als Kind von meinem Vater. Das ist nicht nur, dass der Vater beschäftigt ist und keine Zeit hat. Wenn das Verhältnis in Ordnung ist, spielt das eigentlich keine Rolle. Es kommt darauf an, ob er liebevoll und innig sich seiner Tochter zuwenden kann.
oder ob er ja, abwesend ist, weil er mit seinen Aufgaben beschäftigt ist. Mhm. Wenn also diese liebevolle Zuwendung da ist, dann spielt es keine Rolle. Da genügen 5 Minuten am Tag, um das zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn der dann müde ist und sich auch nicht um die Tochter kümmert, dann ist er zwar körperlich da, aber emotional abwesend. Mhm. Mhm. Ja, ich bin ja schon längere Zeit gesund und habe ein gutes Essverhalten. Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann sehe ich auch, wie sich meine Familiensituation im Laufe der Jahre verändert hat. Und auch mit dem die Bulimie immer weniger wurde. Ja, also eigentlich, wie gesagt, muss die Familie behandelt werden. Mhm. Und in dem Maße, wie diese Familienenergie in Harmonie kommt, verschwindet die Bulimie. Was mache ich jetzt, wenn die Familie nicht bereit ist, dazu etwas beizutragen? Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie trennen sich und werden gesund, oder aber sie haben diese Kraft und Stärke nicht und dann geht die Bulimie weiter. Die ist dann nicht zu heilen in diesem Umfeld. Ich habe mich auch immer wieder für längere Zeit distanziert von meiner Familie, weil ich auch nicht wollte, dass sie das alles so mitbekommen, wie es mir geht. Und da habe ich dann immer die Heilung erfahren, auf die Distanz. Ja, ich habe jetzt ein sehr gutes Verhältnis, besonders mit meinen Eltern, und bin in Frieden mit meinen Eltern. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass es mir gut geht. Ja, Sie haben es gerade gesagt. Sie haben sich getrennt. Damit haben Sie sich aus der Energie selber befreit. Ja, und dann konnte die Bulimie ganz von selber heilen. Wurde die als Botschaft ja nicht mehr gebraucht, weil die Energie in Ordnung ist. Und deswegen habe ich meistens gesehen, dass dieses junge Mädchen eine Woche aus der Familie rauskam und bei mir in der Nähe wohnte, oder manchmal auch haben wir sie bei uns zu Hause aufgenommen, dass sie aus der Familie rauskam, aus dieser Energie in eine andere Familiensituation eingebunden wurde, und schon nach 2-3 Tagen blühten die auf und fanden das gut in dieser Situation. Da gab es nur eine Schwierigkeit: sie fassen sehr schwer Vertrauen zu einem Fremden, zu einem Therapeuten. Aber wenn die dann in dieser Familiensituation sind, dann spielte das irgendwann nach 2-3 Tagen keine Rolle mehr. Dann gab es eine andere Schwierigkeit. Dann wurde der Therapeut als Vaterersatz gesehen. Mhm. Der Vater war nicht da und jetzt bekam praktisch der Therapeut die Liebe der Tochter ab. Mhm. Und da entstand oft eine Bindung, die sehr hilfreich war für die Heilung. Aber die musste danach ja wieder gelöst werden. Mhm. Und das ist dann oft noch eine Schwierigkeit. Das erfordert also viel Fingerspitzengefühl, dass man erst als Therapeut eine Bindung herstellen muss, damit überhaupt Therapie stattfinden kann. Und dann, wenn sie stattgefunden hat, muss man aber die zu enge Bindung wieder lösen. So, das ist eigentlich alles, was zu tun ist. Also im Prinzip haben Sie genau das Richtige getan. Sie haben sich aus dieser Familiensituation entfernt und dann konnte die Bulimie heilen und dann wurden Sie stabiler und stärker und dann konnten Sie auch mit der Situation anders umgehen. Mhm. Ja. Für mich war auch die Bulimie oder die Magersucht und das Binge-Eating einfach auch ein Weg, um mehr zu mir selbst zu erwachen. Es hat mich auf diesen Weg gebracht. Ja, einmal das, zu sich selbst erwachen und unverzichtbar sich selbst zu lieben. Mhm. Ja, ich muss mich so annehmen, wie ich bin. Mhm. Nicht nur mein Äußeres, sondern auch mein So-Sein.
meine Persönlichkeit, mein Verhalten. Und das geht natürlich sehr viel leichter, wenn ich weiß, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht die Rolle, die ich spiele, sondern ich bin hier nur vorübergehend zu Gast, um bestimmte Erfahrungen zu machen in der Schule des Lebens. Und dafür bekomme ich eine Schuluniform, ein Erdenkleid, einen Körper mit Verstand und Persönlichkeit. Aber das bin ich nicht, das habe ich. So, und dann kann ich mich erkennen und kann sagen, wer ist denn der Träger dieser Schuluniform, der Besitzer? Ja, und dann erlebe ich mich. Und das geht noch besser, indem ich lerne, mir beim Leben als bewusster Beobachter zuzuschauen. Das heißt nicht mir, sondern meinem Körper, meinem Verstand. So, und dann habe ich die Trennung vollzogen von der Illusion des Ich. Und dann kann ich mein wahres Sein leben. Denn wir alle sind vollkommenes, ewiges Sein. Wir müssen hier nicht vollkommener werden. Also wir haben allen Grund, uns zu lieben. Aber die meisten erkennen sich gar nicht und glauben, der Körper zu sein. Und da haben sie dann andere Vorstellungen, wie der zu sein hat, dicker, dünner, größer, kleiner, anders. Auf jeden Fall wollen die meisten ihren Körper anders haben, als er ist, ihre Persönlichkeit anders haben, als sie ist, ja auch manchmal ihren Verstand anders haben. Aber das ist das Ich, das hat irgendwelche Vorstellungen und misst dann die Realität an der Vorstellung und will die Realität seiner Vorstellung anpassen, anstatt umgekehrt seine Vorstellung der Realität anzupassen und sagt, aha, diesen Körper habe ich mir ausgesucht, ich habe ihn ja gewählt, ja, diese Eltern habe ich gewählt, da habe ich mir ja was dabei gedacht, um meine Lebensabsicht zu erfüllen. Also ich muss erst einmal lernen, Ja zu sagen zu mir, zu dem, der ich wirklich bin, zu meiner Situation, weil ich die gewählt habe. Und indem ich Ja sage, verschwindet diese Reibung, diese Disharmonie und dann ist der Weg zur Heilung frei. Das stimmt, ich war auch sehr, sehr lange mit meinem Körper so identifiziert und es ist nur um meinen Körper gegangen, die ganze Zeit. Ich muss schlanker sein, ich muss sportlicher sein und auch viele Menschen, die ich begleite in meiner Praxis, bei denen ist das Thema Körper sehr, sehr wichtig. Sie wollen abnehmen, fühlen sich übergewichtig und eigentlich ist es ja immer nur das Ich, das das verändern möchte oder das abnehmen möchte. Es hat ein Ideal, ein Vorbild und versucht, die Realität dem anzupassen. Und das sollte man nicht tun. Wenn ich aber weiß, wer ich wirklich bin, dann spielt meine Kleidung nicht mehr diese Rolle, dass ich sage, meine Kleidung sollte so sein. Mein Körper ist nur mein Kleid, das ich hier brauche. Ja, weil wir sind von unserem Wesen her reine Existenz, reine Energie. Wir sind bewusste Energie. Zu Hause brauchen wir keine Hände und keine Füße. Wir brauchen kein Auto, kein Flugzeug. Wir denken uns irgendwo hin und sind da. Wir können jede Entfernung überbrücken. Wir erschaffen mit dem Geist, also nicht mit den Händen. Aber hier in einer materiellen Welt auf der Erde, da brauchen wir ein Erfahrungsinstrument mit Händen und Füßen, was handeln kann, was hier die Dinge tun kann. Aber deswegen sollten wir uns nicht damit identifizieren, sondern wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich bin nicht mein Körper, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, ich bin der Besitzer, der Träger dieser Schuluniform. So, und dann bin ich in meiner Wirklichkeit angekommen und dann spielt das keine so große Rolle mehr, ob mein Körper was dicker oder was dünner ist, sondern dann habe ich nicht mehr eine Vorstellung, wie der zu sein hat, sondern ich kann ihn so annehmen, denn ich habe ihn gewählt, ich habe die Eltern gewählt, die Zeit gewählt, ich habe diesen Körperverstand, Persönlichkeit gewählt, um meine Lebensabsicht zu erfüllen. Also sollte ich ihn einfach nur dankbar so annehmen, wie er ist. Er begleitet mich ja nicht für die Ewigkeit, sondern nur während meiner Schulzeit und am Ende der Schulzeit
gehe ich raus, ziehe ich meine Schuluniform wieder aus. Die Umwelt sagt, er ist gestorben, aber ist nicht gestorben, sondern ich habe nur meine Schuluniform wieder ausgezogen. Die hat kein eigenes Leben und ich gehe nach der Schule nach Hause. So, das heißt also, ich muss leben als der, der ich wirklich bin und nicht in der Illusion, mein Körper zu sein. Aber ist es nicht auch so, dass zum Beispiel Übergewicht, wenn wer starkes Übergewicht hat, dass es auch eine Botschaft ist, dass ich zu viel Last herumtrage, dass ich manchen in meinem Leben zu viel Gewicht gebe und wenn ich die Botschaft verstanden habe, auch sich das wieder lösen kann? Ja, aber die Botschaft ist anders. Mhm. Ich mache es mir schwer. Okay. Ja, und zweite Botschaft, ich halte die Welt auf Distanz. Mhm. Ja, ich schaffe mir einen Schutzpanzer mhm. gegen die Welt. Aber das sind alles nur Reaktionen eines Ichs. Das mhm. würde Bewusstsein nie tun. Bewusstsein mhm. braucht keinen Schutzpanzer. Ja, und Bewusstsein macht es sich nicht schwer. Denn sobald ich als Beobachter lebe, bin ich ja automatisch auch in der Wahrnehmung. Das heißt also, ich komme vom Denken zur Wahrnehmung, denn ein Beobachter nimmt ja wahr, was gerade geschieht. Muss man gar nicht lernen, kann jeder. So, das heißt also, ich nehme wahr, was zu tun ist. Da ist die Botschaft Übergewicht und jetzt schaue ich hin, woher kommt das denn? In meinem Fall mache ich es mir irgendwo schwer oder versuche ich, die anderen auf Distanz zu halten? Habe ich zum Beispiel Angst vor Nähe, dass ich jemanden nicht so nah an mich rankommen lassen will, dann schafft der Körper, der kann ja nur körperlich denken, der schafft sich dann einen Schutzpanzer, eben um die anderen auf Distanz zu halten. Aber in der Wahrnehmung kann ich eben erkennen, die Botschaft, warum mache ich das, warum habe ich das Übergewicht? Und dann kann ich, wenn ich die Botschaft verstanden habe, eben sagen, nein, ich lasse jetzt Nähe zu. Wir brauchen ja alle Nähe. Wir brauchen Zärtlichkeit, Berührung, auch emotionale Nähe, auch geistige Begegnung. Ja? Das sollte ich ja nicht verhindern, sondern das ist Leben. Also sollte ich das zulassen. Und das kann ich natürlich, wenn ich zu Bewusstsein gekommen bin, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich die Nähe zulassen und dann ist sie sogar ein Geschenk und dann verschwinden überflüssige Funde, weil die Botschaft verstanden und befolgt ist. Das heißt auch, wenn ich zu mir selbst erwache, dann verändert sich ja auch mein Körper und wird quasi zu dem idealen Körper, den ich ausgewählt habe, weil das Überschüssige dann wegfällt, oder? Ja, ganz genau. Also ich mache es mir dann auch nicht mehr schwer, mhm. sondern ich tue das, was stimmt. Mhm. Ja, also für mich ist unverzichtbar der Schritt, dass wir erst einmal als allererstes so früh wie möglich die Identifikation mit der Illusion des Ich beenden und erkennen, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern das habe ich. Ich bin der Besitzer, der das hat. So, und jetzt lebe ich als ich selbst. Und jetzt kann ich wahrnehmen, was braucht denn mein Körper, um gesund zu werden zum Beispiel, ja? Oder um Gewicht zu verlieren oder was auch immer die Aufgabe ist. Ich nehme wahr, aber dazu muss ich in der Wahrnehmung sein. Der Verstand kann das nicht erkennen, der hat die Erfahrung nicht. Mhm. Aber Bewusstsein, die Wahrnehmung, die macht keine Fehler. Die nimmt einfach wahr, was stimmt. Und zum Beispiel kann ich dann erkennen, ich habe deswegen Übergewicht, weil ich es mir schwer mache, weil ich noch immer eine schwere Kindheit mit mir rumschleppe. Mhm. Ja? Und sage da, ich bin so ungerecht behandelt worden oder vergewaltigt worden oder was auch immer da gewesen ist.
damit schleppe ich eine schwere Vergangenheit mit mir rum und der Körper spiegelt das wieder, indem ich einfach Übergewicht habe. Also hilft es nichts, dass ich jetzt weniger esse oder mehr Sport treibe oder was. Das bringt nur eine Erleichterung, aber keine Verbesserung, sondern ich muss erkennen, und als Bewusstsein ist das ganz einfach, ich erkenne, Vergangenheit ist vorbei. Die heißt Vergangenheit, weil sie vergangen ist. Die kommt nie mehr wieder. Um die brauche ich mich nicht kümmern. Also ob ich eine schwere Kindheit oder eine schöne Kindheit hatte, das ist völlig egal. Sie ist ja sowieso, ist beides vorbei. Ja? Leben ist nur jetzt, nicht gestern oder auch nicht morgen, sondern nur jetzt. Und damit mache ich es mir nicht mehr schwer, wenn ich den Rucksack der Vergangenheit ausziehe. Ich lasse die Vergangenheit los. Also ich habe zum Beispiel alles losgelassen, was länger als 3 Sekunden her ist, interessiert mich nicht mehr, weil das ist für immer vorbei. Um das brauche ich mich gar nicht kümmern. Das muss auch nicht behandelt werden. Das ist ja sowieso vorbei und kommt nicht mehr wieder. Aber ich muss es geistig loslassen, damit der Körper das widerspiegelt als Wohlfühlgewicht. Und wie mache ich das Loslassen? Das ist eine Frage, die immer wieder die Menschen stellen. Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich wundere ich mich darüber, weil Loslassen ist ganz einfach. Ich muss nur aufhören, festzuhalten. Ja, die Schwerkraft sorgt von selbst dafür, wenn Sie was festhalten, ja? Loslassen, Sie machen nur die Hand auf. Sie müssen das nicht wegdrücken oder das fällt von selber runter. Sie müssen nur aufhören, das festzuhalten. Und ich halte das fest, indem ich mich immer wieder daran erinnere und sage, ich finde das so ungerecht, dass ich da so ungerecht behandelt wurde in meiner Kindheit und dass ich da so rumgeschubst wurde. Ich kann das meinen Eltern nicht verzeihen, dass sie das gemacht haben mit mir und so weiter. Ja, dann ziehe ich die Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart. Ich erlebe jetzt meine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und das kann ich ein ganzes Leben lang machen. Oder ich ziehe den Rucksack der Vergangenheit aus und sage, okay, ich muss nicht mal verstehen. Ich weiß nicht, warum ich mir diese Vergangenheit gewählt habe, diese Eltern, diese Umstände. Aber ich weiß, ich habe diese Umstände gewählt. Ich habe mein Schicksal gewählt. Da ist keiner sonst für verantwortlich. Ich kann keinem Vorwürfe machen, auch nicht meinen Eltern, die das gemacht haben, sondern ich habe sie mir gewählt für meine Lebensabsicht. Also als Bewusstsein frage ich mich, warum habe ich mir diese Eltern gewählt? Warum habe ich mir diese schwere Kindheit gewählt? Was wollte ich denn da erreichen? Und vielleicht erkenne ich, ich wollte seelische Muskeln entwickeln. Meine Eltern sind meine Trainingspartner gewesen. Ich wollte möglichst früh Selbstständigkeit lernen, eigene Meinung zu haben, ja, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und das wollte ich lernen. Und dazu brauchte ich diese harten Umstände als Trainingspartner gewissermaßen. Und auf einmal erkenne ich meine ungerechten, lieblosen Eltern als ganz wichtige Privatlehrer des Lebens, die ich mir selber gewählt habe, um bestimmte Eigenschaften zu erlernen. Ja, ich hatte keine so harten Eltern, aber die Umstände haben halt dazu geführt, dass ich vieles daraus gelernt habe, aus dieser Kindheit, aus der Situation, dass meine Eltern nicht so viel Zeit hatten und so. Und ja, ich bin auch sehr dankbar für alles, was ich erlebt habe, weil es mir diesen Weg ermöglicht hat. Aber ich sehe an Ihrem Gesicht zum Beispiel, an den Wangenknochen, dass Sie sehr belastbar sind. Ja. Ja, also Sie haben gelernt, Sie können unglaublich viel ertragen und damit auch tragen. Ja? Also Sie sind nicht leicht zu überfordern vom Leben. Andere, die sind ganz schnell, wenn da 2 Aufgaben gleichzeitig kommen, dann lassen die Flügel hängen und kommen nicht weiter. Sie haben einen starken Willen, Sie haben
Durchsetzungskraft, sie haben Tragfähigkeit, also sie sind wirklich, haben eine stabile Persönlichkeit entwickelt, um mit den Aufgaben des Lebens sehr gut zurechtzukommen. Dankeschön. Das ist Ihr Gesicht. Das ist mein Gesicht, ja. Wir müssen uns einfach bewusst machen, jeder sieht so aus, weil er so ist. Mhm. Ja, also jede Stelle im Gesicht ist eine Botschaft, wie eine Ölkontrolllampe oder eine Kraftstoffanzeige. Und da sieht man, zum Beispiel haben Sie die Haare in die Stirn. Mhm. Das zeigt, dass Sie trotz dieser Belastbarkeit noch immer auch das Bedürfnis haben, sich zu schützen vor etwas. Mhm. Und etwas auf Distanz zu halten. Und wenn das nicht mehr ist, wenn Sie diese Aufgabe gelöst haben, werden Sie diese Frisur ändern. Sie werden das aus der Stirn kämmen wollen, dann, weil Sie jetzt die Dinge konfrontieren. Mhm. Noch wollen Sie die ein bisschen fernhalten. Das ist interessant, weil ich habe die Haare ja auch oft oben, also das wechselt ja von Tag zu Tag. Ja, jetzt haben Sie was Schönes gesagt. Das wechselt von Tag zu Tag. Je nach Ihrer Haltung, ja, machen Sie das so oder so. Genau. Ich bin da ein sehr starkes Chamäleon quasi. Also ich ändere mein Äußeres entsprechend dem, was so passiert manchmal. Ja, aber das Äußere ändert sich sowieso entsprechend Ihrer Haltung. Natürlich nicht von einem Moment zum anderen kann sich Ihr Gesicht ändern. Das braucht ein bisschen. Aber die Frisur kann man natürlich von einem Moment zum anderen ändern. Und deswegen passen Sie das immer an, wie Sie sich wohlfühlen, was Sie repräsentiert, was Sie aus. Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Depperwein, weil viele Menschen beschäftigen sich ja mit Kalorienzählen und wie viel Sport sie machen müssen. Und meiner Meinung nach oder auch meiner Erfahrung nach ist das eben etwas, was der Verstand kontrollieren will und auch der Verstand verändern will, aber es ist keine dauerhafte Lösung. Solange Sie nicht bei Bewusstsein sind, haben Sie nur den Verstand. Dann können Sie nur Ernährungsbücher lesen und schauen, will ich Vegetarier sein oder mich vegan ernähren oder was ist, dann machen Sie das aus dem Kopf. Und das ist natürlich nicht optimal, denn nicht alle Regeln sind für alle gleich richtig und gleich wichtig. Aber wenn Sie zu Bewusstsein gekommen sind und in der Wahrnehmung sind, dann nehmen Sie einfach wahr, was braucht mein Körper? Und das kann sich auch von Tag zu Tag ändern. Heute will er einmal das und morgen will er was ganz anderes vielleicht. Ja, aber dann bin ich auf dem Laufenden. Dann sehe ich, was braucht mein Körper jetzt? Und dann kann ich ihm das geben, was er jetzt braucht. Und morgen gebe ich ihm das, was er morgen braucht. Und dann stimmt es auf einmal. Da muss ich das nicht mehr aus dem Verstand überlegen, weil der kann eben nur auf sein begrenztes Wissen zurückgreifen. Ich würde mich auch noch sehr freuen, wenn wir das hier gemeinsam vollziehen. Ich habe das ja auch schon in anderen Videos gesehen, dass Sie den Schritt zum Erwachen vollziehen. Haben Sie Lust drauf, dass wir das gemeinsam machen? Aber natürlich. Okay, machen wir das nochmal. Also, wichtig ist jetzt nur, dass wir nicht die übliche Haltung einnehmen, die wir einnehmen, indem wir das als Wissen speichern, was ich jetzt sage, sondern die Information, ich nenne es vollziehend erleben. Das heißt, fühlen, dass es ist. Mhm. Ja, so. Es als meine Wirklichkeit erleben und fühlen. Denn erst das Gefühl vollzieht das wirklich. Also fangen wir damit an, ich mache mir bewusst, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht meine Persönlichkeit. Zweiter Schritt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der, der sich vor langer Zeit entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen. Da gab es weder meinen Körper, noch meinen Verstand, noch meine Persönlichkeit, vielleicht nicht mal meine Eltern.
da habe ich mich entschieden, mich gab es, also jeden, ja, zu Hause, mich gab es da schon. Wenn ich mich sage, meine ich nicht mich persönlich, sondern jeden. Ja, so. Das heißt also, ich bin der, der sich irgendwann entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen. Dazu habe ich mir sehr sorgfältig ausgesucht. Das Land, die Zeit, die Eltern, Geschwister, Freunde, Umstände, Berufung, alle Lebensumstände. Denn ich komme ja mit einer bestimmten Absicht hierher. Ich will hier bestimmte Erfahrungen machen. Und dazu habe ich mir das Umfeld ausgesucht. Das heißt also, ich habe hier eine Schuluniform bekommen, mein Erdenkleid, meinen menschlichen Körper, aber das ist nur meine Kleidung. Ich bin der Träger. So, und jetzt vollziehe ich den Wechsel. Also ich bin der Träger, ich bin vollkommenes ewiges Sein, das hier nur vorübergehend zu Gast ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und ich habe einen Körper und Verstand, Persönlichkeit. So. Und indem ich meinen Körper beim Leben zuschaue, komme ich ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung. Denn als Beobachter nehme ich ja wahr, was gerade geschieht. Und dann erlebe ich, der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug. Aber sobald ich der Beobachter bin und bleibe ein Leben lang, nicht nur eine vorübergehende Übung mal, sondern ich bin seit Jahrzehnten der bewusste Beobachter meines Körpers. So, dann kommen Sie nicht mehr in die Identifikation. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin ja der Beobachter und mein Körper, mein Verstand ist der Beobachtete. Damit bleibe ich bei Bewusstsein und bleibe in der Wahrnehmung und erlebe, die Wahrnehmung macht keine Fehler. Die kann sich nicht irren. Die stellt einfach nur fest, so ist es. So. Und damit habe ich die Illusion, die Identifikation mit der Illusion, dass ich beendet, bin zu Bewusstsein gekommen, bin wieder bewusst, der ich wirklich bin, und schaue jetzt meinem Körper beim Leben zu und bin in der Wahrnehmung und im Jetzt und nehme wahr, was jetzt zu tun ist. Die Vergangenheit brauche ich mich nicht mehr kümmern, die ist für immer vorbei, die kommt sowieso nicht wieder, aber ich brauche mich auch um die Zukunft nicht sorgen und kümmern. Der Verstand meint das, weil die Zukunft entsteht ja im Jetzt. Ich bin hier im Jetzt und nehme wahr, was jetzt stimmt, was jetzt zu tun ist. Und wenn mein Jetzt stimmt, dann stimmt auch meine Zukunft. Da brauche ich mich um die auch nicht kümmern. Das heißt, Leben wird plötzlich ganz einfach. Ich bin der bewusste Beobachter, ich bin in der Wahrnehmung, ich bin im Jetzt und das ist alles, was zu tun ist. Und tue das, was jetzt zu tun ist. Dann gibt es keinen Stress mehr, denn im Jetzt sind nie zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Jetzt ist nur das zu tun, was jetzt zu tun ist. Und im nächsten Jetzt ist vielleicht was anderes zu tun, aber es ist immer nur eine Sache. Es kommt nie mehr Stressmöglichkeit in meinem Leben vor. Es kommt auch nie mehr ein Problem vor, weil wenn eine schwierige Situation auftaucht, die es nicht gibt, das ist ein Urteil des Verstandes, der sagt, das ist jetzt schwierig, weil er keine Lösung weiß, ist das für ihn schwierig oder aussichtslos sogar. Aber das Bewusstsein nimmt einfach wahr, aha, und was ist da jetzt zu tun? Und dann tut es das, was stimmt. Es kommen keine Probleme mehr, es kommen keine Fragen mehr, weil sie ja sofort die Antwort wahrnehmen. Also plötzlich ist Leben ganz einfach. Sie brauchen einfach nur im Jetzt tun, was jetzt zu tun ist, dann stimmt ihr ganzes Leben. Und sie bleiben bei Bewusstsein, weil sie der bewusste Beobachter bleiben und in der Wahrnehmung. Das ist alles, was zu tun ist. Mhm. Aber ein Handicap, ein einziger Gedanke, zack, zieht sie sofort wieder in den Verstand. Ohne Verstand könnten sie ja nicht denken. Mhm. Und dann sind sie wieder im Ich. Mhm. Aber kann passieren, wird passieren.
Aber mit einem Schritt bin ich ja wieder der Beobachter. Sobald ich das merke, bin da gerade doch wieder ins Ich gerutscht. Also ein Schritt, bin wieder der Beobachter. Ich beobachte meinen Körper, bin wieder in der Wahrnehmung, bin wieder im Jetzt, tue wieder, was jetzt stimmt. So. Ich habe mir früher, als ich diesen Wechsel vollzogen habe, überall Zettel hingelegt, wer bist du? Damit ich dauernd über irgendeinen Zettel gestolpert bin, auf dem Schreibtisch, am Nachtschränkchen, im Bad, am Spiegel, auf dem Armaturenbrett, im Auto, überall lagen diese Zettel. Und wenn ich doch wieder in den Verstand gerutscht war, habe ich mich sofort wieder zurückgeholt und wurde wieder der Beobachter. Und dann kam das immer seltener vor. Jetzt kann es auch noch mal vorkommen, ein, zwei Mal im Monat, dass ich in der Begeisterung mal einen Moment ins Ich rutsche. Aber dann merken Sie das sofort, weil Ihr erwachtes Bewusstsein ist ein sehr weiter Raum, eigentlich unendlich und sehr licht. Und das Ich, der Verstand, ist ein begrenzter Raum und aus der Sicht des hellen Raums halb dunkel. Also wenn Sie aus einem hellen Raum in einen halb dunklen kommen, merken Sie sofort. Ich bin da reingerutscht, okay. Und dann richten Sie sich wieder aus und dann passiert das irgendwann nicht mehr. Und dann, wie gesagt, ist Leben auf einmal ganz einfach. Das heißt, auch Krankheiten verschwinden aus Ihrem Leben, Übergewicht auch von selbst, weil das sind ja nur Botschaften. Und wenn Sie wahrnehmen, was Ihr Körper jetzt braucht, ja, dann geben Sie ihm das, was Sie jetzt brauchen. Dann ernähren Sie sich richtig, dann haben Sie eine Traumfigur, brauchen sich nie wieder um Ihr Gewicht kümmern. Dann ist Ihre ganze Zukunft ist in Ordnung, weil Sie ja im Jetzt stimmen. Dann stimmt auch die Zukunft. Plötzlich ist Ihr ganzes Leben in Ordnung, mit diesem einen Schritt zu Bewusstsein zu kommen. Wunderbar, danke schön. Eine Frage habe ich jetzt noch, Herr Depperwein. Das ist eine Frage von einer Freundin von mir. Und sie hat mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Seele und Bewusstsein? Ja, bewusst. Die Seele ist das, was sie sind. Mhm. Und Bewusstsein ist das Bewusstsein der Seele, dass sie sich ihrer Seele bewusst sind. Mhm. Also Bewusstsein ist ein Zustand, wenn Sie so wollen, und die Seele ist ihr wahres Sein. Okay. Und die Seele kann ja auch unbewusst sein, wenn sie im Körper ist. Ja, dann sind sie immer noch die Seele, aber sie glauben, der Körper zu sein und der Verstand, und dann sind sie unbewusst. Mhm. Erst wenn sie zu Bewusstsein kommen, dann ändert sich der Zustand der Seele. Die Seele wird sich ihrer selbst bewusst und sie leben als bewusste Seele. Okay. Und diesen Bewusstseinsvorgang, kann man den irgendwie beschleunigen, weil manche meinen ja, mein Partner müsste bewusster sein oder meine Eltern müssten zu Bewusstsein kommen. Meiner Meinung nach ist das ja nicht in meiner Hand, dass ich so etwas mache. Erstmal ist das nicht unsere Aufgabe, andere zu verändern. Und zweitens, als erwachtes Bewusstsein ist es Ihnen gleich, in welchen Umständen Sie leben, was andere machen, wie ihre Eltern sind, die können das für uns inhalten, was sie machen, aber sie nehmen ja wahr, dass das stimmt. Also wissen sie, okay, die sind noch nicht so weit erwacht, dass sie das erkennen können. Als erwachtes Bewusstsein haben sie dafür Verständnis und sie verurteilen den anderen nicht, sie wollen ihn auch nicht mehr ändern, sondern sie sehen, okay, wir alle haben die Phase durchlaufen, dass wir anfangs unbewusst waren, irgendwann sind wir bewusst geworden und ich bin jetzt bewusst, aber der andere ist noch nicht so weit, der schläft noch und der kann Bewusstsein auch nicht wahrnehmen. Der glaubt, das ist Spinnerei, ja, weil der Verstand kennt das nicht. Der kann mit Bewusstsein nichts anfangen, das ist nur ein Wort. Oder der Verstand sagt, ja, ich bin bewusst, ich erlebe mich ja, also bin ich bewusst. Erhält Bewusstsein, das ist alles verständlich, aber als erwachtes Bewusstsein
Haben Sie Verständnis dafür, dass die anderen anders sind, anderer Meinung sind, wir einen anderen Standpunkt einnehmen. Sie nehmen wahr, was stimmt und tun, was stimmt und dann stimmt Ihr Leben und dann sind Sie liebevoll und verständnisvoll zu den anderen, die noch weniger erwacht sind. Dankeschön. Gibt es noch irgendetwas, was Sie gerne als Botschaft meinen Zusehern und natürlich auch Ihren Zusehern mitgeben möchten in Bezug auf Körper und Wohlfühlen im Körper? Ja, vielleicht eins. Das Schöne ist, Sie brauchen eigentlich gar nichts ändern. Denn Sie sind ja bereits Bewusstsein. Ja, Sie sind vollkommen. Sie sind unsterblich. Sie müssen sich also nur wieder zu erinnern. Das, Ihre einzige Aufgabe ist, sich zu erinnern. Sie brauchen gar nichts anders machen. Und das Schöne ist auch, es braucht auch keine Zeit. Denn wie lange könnten Sie brauchen, um der zu werden, der Sie ja sowieso sind? Sie sind das ja die ganze Zeit. Sie sind der, der sich zu Hause entschieden hat. Sie sind ewiges Sein, das hier nur vorübergehend zu Gast ist. Auch wenn Sie das vergessen haben, dass Sie sind es ja. Das Einzige, was Sie ändern, ist, Sie erinnern sich irgendwann wieder und leben wieder bewusst als der, der Sie wirklich sind. Das ist der ganze Vorgang. Und das Schöne ist, sobald Sie erwacht sind, als erwachtes Bewusstsein, sind Sie ein lebender Magnet für die natürliche Fülle des Lebens. Sie brauchen da gar keine besondere Ursache setzen, weil Sie ziehen automatisch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in Ihr Leben, die zu Ihrem erwachten Bewusstsein gehören. Und die ganze menschliche Problematik mit Problemen, Schwierigkeiten, Sorgen, Angst, Misstrauen, Enttäuschungen, Misserfolgen, alles das gehört der Vergangenheit an. Sobald Sie erwacht sind, dafür sind Sie nicht mehr resonanzfähig. Dafür sind Sie nicht mehr kompatibel. Sie ziehen ein Leben an, was Ihrem erwachten Bewusstsein entspricht. Ohne das zu verursachen, ist plötzlich Ihr ganzes Leben verwandelt, ja, verzaubert. Und das ist das Schöne, was auf Sie wartet, wenn Sie zu Bewusstsein kommen. Dann brauchen Sie sich um Ihr Leben gar nicht mehr kümmern. Das stimmt dann ganz von selbst. Dankeschön. Und danke für das tolle Gespräch, Herr Tepperwein. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ich bedanke mich auch. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam möglichst viele an ihre eigene Wirklichkeit erinnern können. Dankeschön. Danke und bis irgendwann. Bis irgendwann. Wiedersehen. Danke.